Es ist 18 Uhr, hier ist Ron. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und schon ist auch wieder eine Woche rum. Rein geht's in den verdienten Feierabend. Und Sven Matzikowski hat sich eigentlich auch schon Feierabend verdient. Ja. Kann man, glaube ich, verraten, dass heute ein bisschen drunter und drüber ging, aber jetzt nicht in der Sendung. Es war eine turbulente Phase bis zur Sendung, aber die Sendung wird jetzt wundervoll. Wir fangen nämlich an mit der Freisprechungsfeier. Die feiert heute die Zimmerer-Innung Mannheim in Ketsch. Da schauen wir mal hin, wie es der Zunft so geht und warum es auch heute eigentlich noch ziemlich toll ist, so einen handwerklichen Beruf zu lernen. Außerdem sprechen wir mit dem Initiatoren des Mannheimer Bildungsgipfels, Peter Spiegel, über die Ergebnisse. Und wir waren wie immer freitags wieder auf Rontour, dieses Mal in Dudenhofen. Das und mehr jetzt bei Ron. Ja, und damit geht es auch direkt nach Ketsch, denn dort findet heute Abend die Freisprechungsfeier der Zimmerer-Innung Mannheim statt. Und Sarina Sprengelmeier ist bereits dort. Sarina, wenn ich mich so umschaue da bei dir, da hast du dir die wichtigsten Herren schon an deine Seite geholt. Ja, Silke, das ist absolut richtig. Du siehst es ja, ich bin in allerbester Gesellschaft und zwar von zwei Herren, die ihr Handwerk wirklich gut verstehen. Und in etwa einer Stunde beginnt hier die Feier und dann werden 9 Gesellen aus dem Großraum Mannheim ihre Zeugnisse und auch ihre Gesellenbriefe in den Händen halten können. Dann wird natürlich auch kräftig gefeiert. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen sprechen über diesen wirklich interessanten Job. Und zwar zuerst mit Georg Grüber. Er ist Obermeister und hat selbst zwei Azubis jetzt entlassen in die Arbeitswelt. Wie stolz macht Sie das? Sehr stolz. Ich habe schon über 100 Lehrlinge jetzt mittlerweile und ich denke, das ist jetzt mein letzter, den ich selber betreue. Das werden dann irgendwann andere später machen, meine Nachfolger, und mich macht es sehr stolz, vor allem wenn man einen dabei hat, der später auch geehrt wird. Jetzt steht der Nico ja neben Ihnen. Wie hat er sich denn geschlagen? Sie dürfen mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ganz gut. Mit den Berichten war es immer ein bisschen ein Problem, da muss man halt ein bisschen, aber das ist bei allen Lehrlingen so, das ist das Problem, dass die Berichte nicht schnell genug schreiben. Man muss halt schon Druck machen, aber sonst war alles in Ordnung. Das kennen wir, glaube ich, alle. Lassen Sie uns kurz über das Stichwort Nachwuchs sprechen. Wie schwierig ist es, junge Menschen für diesen Beruf zu begeistern? Leider ist es sehr, sehr schwer. Die wollen halt alle mit Computer was machen, mit was weiß ich, im Büro sitzen, viel Geld für wenig Arbeit. Das funktioniert aber nicht. Und in ein paar Jahren wird es so sein, dass wir wirklich Leute ganz, ganz dringend brauchen. Und die Bezahlung ist auf dem Bau auch sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass die Eltern mal, meiner Meinung nach sind viele Eltern daran schuld, dass man die Lehrlinge kriegt. Die meinen alle, wenn sie ein bisschen besser sind in der Schule, dann müssen sie was Besseres werden. Aber es gibt ja eigentlich nichts Besseres wie die Zimmerer. Das ist der Beruf schlechthin. Das denke ich. Also wir bei uns in der Firma haben nicht so große Probleme, mit Lehrlingen zu kriegen. Aber trotzdem, ich hoffe, dass es mehr Jugendliche gibt, die sich für den Beruf begeistern. Und genau dafür hat sich ja auch der Nico entschieden. Nico, wie kam es dazu? Du hast Abitur gemacht. Warum dieser Jobwunsch? Ja, ich habe dann ein Jahr studiert, aber das abgebrochen, war einfach theoretisch. In einem Praktikum bei der gleichen Firma habe ich dann einfach herausgefunden, dass doch Zimmermann anscheinend der richtige Beruf für mich ist. Warum? Was macht diesen Beruf so speziell? Ich tippe jetzt einfach mal, man ist viel an der frischen Luft und das ist super, oder? Das auch natürlich, aber auch sehr vielseitig. An einem Tag steht man vielleicht auf dem Dach, an einem anderen Tag baut man ein Dachfenster ein oder stellt vielleicht irgendwelche Wände, die man einen Tag vorher selber vorgefertigt hat. Also sehr, sehr vielseitig. Du hast deine Ausbildung ja verkürzt auf 2 Jahre, aber ich wette, es gab ein Highlight. Was war so das Schönste, an was du dich zurückerinnern kannst? Ja, im Allgemeinen, eigentlich schon direkt zu Ausbildungsstart, habe ich direkt so eine komplette Baustelle miterlebt. Das heißt, am ersten Tag die Bodenplatte ausnivelliert und dann das Haus aufgeschlagen bis zum Dämmen und Innenausbau war ich komplett mit dabei. Hört sich sehr spannend an, aber ich würde sagen, wir haben jetzt genug geredet, jetzt wird gefeiert und damit gehen wir zurück zu dir, Silke. Das ist meine Ansage, darfst du ruhig mitfeiern. Dankeschön, Sarina. Und wir gehen nach Mannheim in den Rosengarten, denn dort ging heute der Bildungsgipfel Rhein-Neckar 2018 zu Ende, EduAction genannt. An 2 Tagen haben sich rund 1400 Teilnehmer, die über die bedeutendsten Aufgaben für die Bildungswelt von morgen informiert. Heute ging es vor allem um die Fragen, vor welchen Herausforderungen stehen wir in Gesellschaft, Bildung und Arbeit? Und welche Kompetenzen brauchen wir zu deren Bewältigung? Bildung verändert sich ja rasant. Das liegt auch an der Digitalisierung. Deswegen, so eine Erkenntnis des Bildungsgipfels, braucht es zukünftig eine bessere Steuerbarkeit unseres digitalen Wissens.
Bei uns ist jetzt der Initiator des Bildungsgipfels, Peter Spiegel, ist zu uns gekommen, quasi frisch vom Rosengarten. Herzlich willkommen. Danke. Lassen Sie uns, Herr Spiegel, doch gleich mal beim digitalen Wissen bleiben. Wie kann denn diese bessere Steuerbarkeit tatsächlich aussehen? Also letztlich kommt es darauf an, dass wir nicht nur digitale Kompetenzen lernen, den Umgang mit dem Digitalen, sondern die Chance, die uns das Digitale bietet. Es gibt ein Projekt in den Vereinigten Staaten, Khan Academy heißt es. Dort werden in 10 Minuten wird Bildung vermittelt. Ja, und Untersuchungen haben ergeben, der Lehrer ist so begnadet, Mathe, was auch immer, über 3000 Lehreinheiten hat er gemacht, so zu vermitteln, dass man das in 10 Minuten so viel versteht wie bei uns in einer Dreiviertelstunde Unterricht. Ja. Ich glaube, wenn wir einfach mal das ausprobieren, das ist ein bewährtes Projekt, ja, dann werden alle Fragen mit der Sicherheit der Digitalisierung schnell auch gut und richtig beantwortet werden können. Ich glaube, wir brauchen erst eine Haltung, die stimmig ist. Lassen Sie uns über Ihre 2, denke ich mal, sehr intensiven Tage beim Bildungsgipfel sprechen. Wie zufrieden sind Sie? Was nehmen Sie auch mit? Ich bin sehr zufrieden. Wir haben jetzt das zum zweiten Mal gemacht. Wir hatten 1400 Teilnehmer aus allen Bereichen Wissenschaft, die von Schulen, Hochschulen, auch der Wirtschaft ganz wichtig und auch waren einige Politiker auch dabei. Und es ist das angekommen, wir haben erreicht, dass das Thema Bildungsinnovationen, also Menschen, die selber neue Ideen, wie jetzt diese Khan Academy, die ich vorher erwähnt habe, umsetzen und entwickeln. Wir haben in Deutschland eine ganze Szene solcher Bildungsinnovatoren, Hunderte inzwischen. Wie können die ins Klassenzimmer dann tatsächlich gebracht werden, diese Innovationen, die Sie ansprechen? Die kommen schon ins Klassenzimmer, weil sie sehr gut betreut werden durch die Stiftungen, durch Förderungen, durch Stiftungen, durch gute Beziehungen, auch bei der Politik. Also das passiert schon. Wir haben keine Sorge, dass das ankommt in die Schule. Es könnte sehr viel mehr kommen. Die Politik könnte jetzt aufmerksam werden, dass da eigentlich etwas ist, mit dem man die großen Ziele, die im Koalitionsvertrag beispielsweise stehen, über neue Bildung, wie das eben ganz konkret umgesetzt werden kann. Also der Schritt muss jetzt passieren. Die Öffentlichkeit muss verstehen, dass es diese tollen Projekte gibt. Ja. Da wäre gut, wenn zum Beispiel RTL oder wer auch immer etwas macht, ähnlich wie Höhle des Löwen, mit Positivbeispielen von solchen Bildungsinnovatoren. Das war eine der Ideen, die dort entstanden sind. Wer weiß, ganz vielleicht konkret. Entwickelt sich jetzt auch was in diese Richtung. Wir schubsen das auch gerne noch weiterhin an. Aha. Herr Spiegel, schön, dass Sie bei uns waren und natürlich weiterhin auch in Sachen Bildung. Viel Erfolg. Dankeschön. Das Interview mit Herrn Spiegel haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Heute Abend ab 22 Uhr, wenn Sie beispielsweise an den Mannheimer Hauptbahnhof müssen, dann laufen Sie am besten, denn da geht eigentlich nichts mehr. Wenn Sie beispielsweise mit Bus oder auch mit der Straßenbahn dorthin fahren wollen, die werden allesamt umgeleitet. Einen Schienenersatzverkehr wird es nicht geben. Also ganz wichtige Info für Sie. Rund um den Bahnhof werden 3 Ersatzhaltestellen eingerichtet. Uni, Tattersaal und Lindenhofplatz. Von jeder Haltestelle kommt man jeweils zu Fuß zum Bahnhof. Die Entfernung maximal 450 Meter. Die Sperrung dauert noch bis 5. November. Züge der Deutschen Bahn sind nicht betroffen. Grund für die Sperrung sind Gleisarbeiten. Die Schienen und Weichen sind nämlich stark abgenutzt, müssen erneuert werden. Der Hauptbahnhof ist einer der wichtigsten Knotenpunkte in Mannheim. Welche Busse und Bahnen betroffen sind und welche umgeleitet werden, das erfahren Sie dann auf unserer Facebook-Seite. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was mich in gewisser Weise auch in meine Kindheit zurückbringt. Als ich nämlich noch ein Kind war, haben meine Eltern tatsächlich im Auto geraucht. Ja, damals war das noch normal, mittlerweile ist es Gott sei Dank nicht mehr normal. Aber es gibt halt eben immer noch Eltern, die qualmen, wenn das Kind im Auto sitzt. Und deswegen fordern viele Gesundheitsminister, gerade auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, dass das aufhört. Wir haben jetzt in Frankenthal den Test gemacht. Würden Sie denn einer Mutter Feuer geben, die ein Kind im Auto hat? In Wirklichkeit würde unsere Testmutter so etwas natürlich niemals machen. Im Auto ihre 11-jährige Tochter zuqualmen. Für uns tut sie aber mal so, als wäre das völlig normal und fragt vorbeikommende Passanten in Frankenthal. Entschuldigung, haben Sie Feuer einstecken? Dass die Landesgesundheitsminister dieser Unsitte ein Ende machen wollen, findet auch die Bundesärztekammer völlig richtig. Sie sagt, dass Zigarettenrauch nicht in Kinderlungen gehört. Was qualmende Autofahrer ihren Kindern antun, zeigt eine aktuelle Studie. Man muss nur 3 oder 4 konventionelle Zigaretten rauchen, damit die Luft im Auto so kontaminiert ist wie in einer Raucherkneipe.
Entschuldigung, haben Sie ein Feuer? Zurück zu unserer Testmutter. Sie spricht eine Passantengruppe an. Eine junge Frau zückt sofort ein Feuerzeug. Klasse. Danach fragen wir sie, warum sie das getan hat, obwohl ein Kind im Auto sitzt. Weil ich total in Gedanken versunken war. Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Es tut mir jetzt im Nachhinein auch total leid, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Auch dieser junge Mann hilft unserer vermeintlich so nikotinsüchtigen Mutter in Frankenthal ohne zu zögern aus der Patsche. Haben Sie das Kind denn gar nicht bemerkt? Nein, ich habe da nicht reingeguckt. Wenn Sie das Kind gesehen hätten, hätten Sie trotzdem das Feuerzeug... Ich glaube ja. Ja. Es liegt in Ihrer Verantwortung, nicht in meiner. Ähnlich reagiert auch diese junge Frau, die unserer Testmutter aushilft. Wie finden Sie das denn, dass jemand raucht, der ein Kind im Auto hat? Ja, natürlich nicht gut. Würde ich selber auch nicht machen. Aber ich habe sie ja auch später gesehen und dann... Das Restliche muss sie selber wissen. Wenn ich da jetzt was gesagt hätte, hätte sie vielleicht stief reagiert. Brauche ich jetzt nicht. Aber wie fänden die ertappten Feuerspender denn ein Verbot? Gut, ist eigentlich gut. Würde ich persönlich achte selbst schon drauf. Weil ich selber auch nicht im Auto rauche und gerade in so einem kleinen Raum ist es halt sehr gefährlich für die Kinder. Ich finde, wenn man unterwegs ist mit dem Auto, kann man irgendwo mal für 5 Minuten anhalten, kann aussteigen. Bleibt die Frage, ob sich Eltern, die so unvernünftig sind, ihre Kinder im Auto voll zu qualmen, von einem Verbot abschrecken lassen. So, und jetzt kommen wir zum Sport. Was ist los am Wochenende bei uns in der Ronn-Region? Marcel Schreiner hat die Sporttipps. Der Sport auf Ronn TV wird Ihnen präsentiert von den Autohäusern Wenck und Reindl. Die einen wollen an die Spitze klettern, die anderen ihren Titel verteidigen und das dritte Team weiter ungeschlagen bleiben. Ich habe mich warm angezogen, aber nicht, weil hier sehr kalt ist, sondern weil die Stürmer von Heddesheim am Wochenende eiskalt sein müssen, und zwar vorm Tor. Denn für den dritten der Verbandsliga geht es gegen den Tabellenführer und die zweite Mannschaft des SV Sandhausen wird nicht viele Gelegenheiten zulassen. Da freuen wir uns drauf, weil es eine spielerisch sehr starke Mannschaft ist. Wir haben ein Heimspiel und es werden bestimmt viele Zuschauer kommen. Und für unsere Spieler ist das immer ein Highlight. Hochspielen und Flachgewinnen würde der Fortuna zur Not wohl auch genügen. Hauptsache, die drei Zähler bleiben hier. Am Sonntag um 15 Uhr geht's los. Dann ist der SV Sandhausen 2 zu Gast beim FV Fortuna Heddesheim zum Spitzenspiel der Verbandsliga Nordbaden. Die Jacke habe ich mittlerweile ausgezogen, denn hier im alten Friedrichspark geht es am Wochenende heiß her. Die Inline-Hockey-Mannschaft des ISC Mannheim will nämlich ihren Titel bei der Deutschen Meisterschaft verteidigen. Im stimmungsvollen alten Eisstadion. Übrigens, Inline-Hockey ist für Laien sogar noch etwas leichter als Eishockey. Wir sind nicht ganz so schnell. Allerdings sind wir ein bisschen technisch versierter, was das Spielsystem angeht. Wir haben kein körperbetontes Spiel, kein Abseits, kein Icing. Dadurch ist die Spielfläche viel größer, das Feld ist viel offener. Wir können ganz andere taktische Mittel nutzen. 5 Teams aus ganz Deutschland sind dabei, wenn es am Samstag ab 9 Uhr um den ganz großen Triumph bei der Deutschen Inline-Hockey-Meisterschaft geht. Und wer jetzt schon Lust auf diese Sportart hat, der kann sich heute um 20 Uhr bereits das Oberliga-Finale in Mannheim anschauen. Bei der Konkurrenz hier in der Redaktion muss ich mich beim Tischtennis warm anziehen. Bei den Damen des TTC Weinheim ist das aber zum Glück anders. Die wissen genau, wie sie mit dem kleinen Ball umzugehen haben. Deshalb stehen sie auch noch ohne Niederlage auf Rang 3 in der zweiten Liga, sind also ganz nah dran an den Aufstiegsplätzen. Am Sonntag ab 14 Uhr empfängt Weinheim dann den TTC Staffel, ist in dieser Zweitligapartie klarer Favorit. Fußballverbandsliga Fortuna Heddesheim gegen SV Sandhausen 2 am Sonntag hier in Heddesheim um 15 Uhr. Die deutsche Inline-Hockey-Meisterschaft am Samstag ab 9 Uhr hier im Mannheimer Friedrichspark. Und die Tischtennispartie TTC Weinheim gegen TTC Staffel am Sonntag um 2 in Weinheim. Der Sport auf Ronn TV wurde Ihnen präsentiert von den Autohäusern Renk und Weindl. So, jetzt gehen wir wieder auf Ronn-Tour, machen wir immer freitags. Da lernen wir unsere Region, unser Sendegebiet besser kennen. Diesmal geht Oliver Seequenz nach Dudenhofen. Und warum er da in gewisser Weise auch ein Karibik-Feeling gespürt und empfunden hat, das sehen Sie jetzt.
Dudenhofen von oben. Mit einem Blick hat man nahezu den kompletten Ort erfasst. Ziemlich exakt 6000 Einwohner leben hier. Oder wie mancher sagt, die Sandhasen. Warum, das klären wir gleich. Erstmal heißt es ankommen. Nach einer halben Stunde Fahrt von Mannheim aus in Richtung Süden ist unsere erste Station die Realschule Plus. Das Plus könnte hier auch für die vielfältigen Schätze stehen. Der berühmte Naturforscher Erich Bettag hat einige seiner unzähligen Funde ausgestellt. Ob 5 Millionen Jahre alte Krebse, Haizähne oder Insekten. Hier können die Schüler Vitrine für Vitrine die Jahrmillionen zurückdrehen. Das interessanteste Exponat kommt auf den ersten Blick aber eher unscheinbar daher. Der linke Zahn vom Unterkiefer eines Flusspferdes und das in Speyer gefunden. Ja, also dass es überhaupt Flusspferde in Speyer gab, heute kaum vorstellbar. Da muss man nach Afrika reisen, aber dass es die auch hier gab. Und wo er in Dudenhofen viel Forschungszeit verbracht hat, sehen wir gleich. Doch dafür heißt es wieder ab in unseren Ronny und Staub aufwirbeln. Das ist eine richtig wackelige Angelegenheit hier. Kameramann Tobi hat schon richtig Probleme mit der Kamera. Aber wir werden gleich den Untergrund wechseln und sind im Sand. Denn nördlich von Dudenhofen stehen mitten im Wald die Binnendünen. Ein ziemlich bizarres Bild, sodass man glaubt schon, das Meer zu hören. Doch statt lauschen hieß es für Insektenforscher Erich Bettag hier genau hinschauen. Hier über diese Dünenlandschaft habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Und da drin ist vieles angegeben, wie viele Schmetterlingsarten, wie viele Wespenarten, wie viele Bienenarten es hier gibt. Und wie viele Käferarten und vor allen Dingen welche. Hier gibt es noch Tiere, die woanders schon längst ausgestorben sind. Leider bleibt uns nicht mehr Zeit, als ein paar Eindrücke festzuhalten und auf eine andere Düne zu schauen. Denn hier hatten am Freiwilligentag der Metropolregion viele Helfer fleißig für ihren Erhalt mit angepackt und von jungen Birken und Kiefern befreit. Wenn die Birken und Kiefern mal angesamt sind, innerhalb von 3-4 Jahren sind die dann mannshoch und würden das ganze, ja doch wieder künstlich angelegte Biotop, das aber sehr wertvoll ist, zerstören. Und da ist regelmäßig notwendig, einfach diesen Baumbewuchs, der sich hier natürlich ansammelt, zu entfernen. Und da sich im Sand auch andere Pflanzen pudelwohl fühlen, ist Dudenhofen für seinen Spargel berühmt. Auf dem Martinshof geht für Tim Ballauf und sein Team die Saison entsprechend auch im Herbst weiter. Ja, wir versuchen jetzt die Vorbereitung fürs nächste Jahr zu treffen. Wir müssen das Kraut hier abhäckseln. Wir wollen wieder die Folie draufkriegen und dass wir nächstes Jahr wieder bei Zeit starten können. Und das sieht dann so aus. Was macht die Folie eigentlich genau? Die Folie schützt jetzt den Damm über Winter erstmal vor dem Regen und vor der Feuchtigkeit. Würden wir die Dämme so feinkrümelig wie unter der Folie ohne Folie lassen, wäre das nächstes Jahr Beton. Okay, also das heißt, es ist gar nicht des Spargels wegen, sondern eben der Erde wegen, zumindest des Sandes. Ja, jetzt im Moment, im Herbst, über Winter schon. Und nächstes Jahr im Frühjahr kann eben jeder Sonnenstrahl ausgenutzt werden, um Wärme zu sammeln. Das Schwarz zieht die Sonne an, die Wärme an. Und dann wird der Boden schneller warm und dann sprießt der Spargel schneller. Und da uns auch schon langsam kalt ist, wird es im zweiten Teil der Rondtour richtig sportlich. Willkommen zurück bei RON-TV. Weiter geht's auf unserer RON-Tour. Wir waren ja schon in Dudenhofen und gehen wieder mit Olli Sequenz auf Tour. Und jetzt wird's, er hat schon gesagt, ein bisschen rasanter. Wer sich in Dudenhofen sportlich betätigen will, wird unter anderem hier fündig. Neben dem Sportplatz liegt der Trimm-Dich-Pfad. Zahlreiche Stationen und Geräte laden zum Rumturnen und Auspowern ein. Und das sind so diese Drehs, wo der Kameramann dann immer wieder sagt, oh, das müssen wir noch mal machen. Das müssen wir noch mal machen. Ja, ja. Olli, das müssen wir tatsächlich noch mal machen. Nix da. Ich muss meine Kräfte schonen, denn die nächste Herausforderung wartet schon. Und zwar hier in der sogenannten Badewanne. Das Bahnradstadion war in diesem Jahr Austragungsort der deutschen Meisterschaft. Für mich als Hobbyradler absolutes Neuland. Denn ich werde heute nicht nur zum ersten Mal überhaupt ins Oval gehen, sondern auch das sogenannte Steherfahren machen, also im Windschatten eines Motorrads über die Bahn fegen. Und man kann auch ordentliche Geschwindigkeiten erreichen, weil man ja die ganze Zeit im Windschatten fährt. Was ist da so drin? Ja, in jedem Fall. Also die fahren bis zu 80 Kilometer. Kann man hier auf dieser Bahn auch fahren, so ist sie ausgelegt. Wobei die Sprinter ohne Motorrad eigentlich auf 70, 72 Kilometer höchst kommen.
Für mich eher utopische Zahlen, aber mal sehen, was geht. Ab in die Radklamotten und auf die Bahn. Dort gibt es die letzten Vorbereitungen und Einweisungen vom Team in diese mehr als 100 Jahre alte Disziplin und mein 1952 gebautes Rad. Also das, was es jetzt für mich wirklich herausfordernd macht, sind zwei Dinge. Zum einen, ich habe keinen Freilauf, heißt also, wenn das Hinterrad sich dreht, drehen sich auch die Pedale. Ich muss also kurbeln, 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 kurbeln. Gut, dann kommt noch die Bahn hinzu, also dann auch schön in die Schräglage rein, da bin ich sehr gespannt. Und irgendwann kommt dann auch das Motorrad dazu. Los geht's. Tatsächlich hat man schon nach wenigen Kurven auf der 250 Meter langen Bahn im wahrsten Sinne den Dreh raus. Ein paar Minuten später kommt dann auch der sogenannte Schrittmacher vor mich. Bei gemütlichen 30 km/h habe ich noch ein breites Grinsen im Gesicht. Die Kurven mit 42 Grad Neigung merke ich längst nicht mehr. Doch nach einigen Temposteigerungen und mehr als 50 Sachen machen meine Beine nicht mehr mit. Hammer! Sau stark. Boah, war das geil. Irre. Also bist doch gut hinterhergefahren, kein Thema. Und wir sind jetzt hochgegangen bis 55. Und das ist das allererste Mal. Ja. Das ist fantastisch. Ja, so fühle ich mich auch. Zur Belohnung gibt es zwar keine Medaille, aber dafür etwas Regeneration für die Füße. Auf dem Dudenhofener Barfußpfad kann man noch im Herbst die Natur berühren. Der Sand ist trotz der Kälte noch richtig angenehm. Ganz anders wird das allerdings direkt im Anschluss, wenn man sich hier über die Baumstämme gewuchtet hat und dann in diesen Bereich kommt. Also wer hier ein empfindliches Fußbett hat, der sollte vielleicht eher außen rum gehen. Ganz ehrlich, ich turne lieber über die Baumstämme, doch das sollte jeder, wie so vieles in Dudenhofen, lieber selbst entdecken. Ja, und jetzt heißt es nicht nur Abschied nehmen von Dudenhofen, sondern auch Abschied nehmen von ihm hier. Das ist Gandhi. Heidelberger Zoo, das war bislang die Heimat des 12-jährigen Bullen. Aber jetzt ging es für ihn nach Frankreich. Warum das Ganze? René Priebe und Lukas Föhr haben die Geschichte und haben vor allen Dingen Tschüss gesagt. Diese Nachricht wird Gandhi aber mal so richtig schmecken. Die Pfleger im Heidelberger Zoo machen dem 12-jährigen Bullen heute nämlich ein besonderes Geschenk. Mit Möhren und Äpfeln nur für ihn. Schade nur, dass nach ein paar Minuten alles schon weg ist. Gandhi ist eigentlich mehr ein Gourmand als ein Gourmet. Also er frisst gerne viel. Sein Fanclub verzeiht ihm die Fressattacke. Viele Besucher des Zoos sind heute extra seinetwegen gekommen. Schließlich ist es die vielleicht letzte Gelegenheit, ihren Lieblingselefanten live zu sehen. Uns gefallen alle, die da sind. Aber ja, Gandhi ist halt ja auch eine Persönlichkeit für sich. Mir war es im Sommer zu heiß und da habe ich gedacht, das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Und ich sage dann tschüss, Gandhi. Ich fand es jetzt ganz schön, ihn nochmal zu sehen. Und ja. Und hoffen, dass es ihm gut geht. Denn der asiatische Elefant zieht Anfang November nach Frankreich. Er wird dort im Rahmen des europäischen Programms zur Erhaltung der Art als Zuchtbulle eingesetzt und soll sich im Zoo La Palmyre nördlich von Bordeaux um den Nachwuchs kümmern. Kurz gesagt, leben wie Gott in Frankreich, ne? Also schönes Klima, ich vermute mal gutes Essen, nette Frauen, alles, was man sich vorstellen kann. Die französischen Elefantendamen müssen ihn jetzt nur noch als Leiter ihrer Herde akzeptieren. Na dann, bonne chance und au revoir, Gandhi. Ja, das wünschen wir Ihnen. Alles Gute, Gandhi. Und wie das Wetter zum Wochenende wird, das zeigen wir Ihnen jetzt. Nach nasskalter Nacht beginnt auch der Samstag überwiegend trüb und oft noch mit Regen. Zum Nachmittag lockern die Wolken zumindest im Norden mehr und mehr auf und machen der Sonne Platz. Im Süden kommt sie zwar weiterhin kaum durch, der Regen lässt aber zum Glück auch hier nach. Es wird zudem deutlich kälter. Die Temperaturen erreichen nur noch bis 11 Grad. Im Bergland müssen wir uns schon mit frühwinterlichen 8 bis 9 Grad begnügen. Trüb, windig und nasskalt geht es am Sonntag weiter. Die Höchstwerte kommen kaum über 8 Grad hinaus und fühlen sich bei kräftigem Ostwind sogar noch kälter an. Im Bergland sind auch Schneeflocken möglich und die neue Woche beginnt ebenfalls mit vielen Wolken und Regen. Das Ganze dann bei Höchstwerten bis 10 Grad. Wir dürfen aber auch noch gratulieren. Heute wurde nämlich der Umweltpreis Mannheim verliehen, ja. Heute Abend. Ich lese gerade mal kurz die Gewinner vor. Die Arbeitstherapeutische Werkstätte Mannheim, die Hans-Müller-Wiedemann-Schule, die Mozart-Schule, die Initiativen Wir im Collini und das Jugendhaus Vogelstang. Wir gratulieren ganz recht herzlich. Mhm. Und gute, schöne Vorgärten wurden auch noch ausgezeichnet. War deiner dabei? Welcher Vorgarten, frage ich mich nur gerade. Grün statt Grau ist das Motto. Ich glaube, das ist bei dir andersrum. Ja, ich gehe in den Gemeinschaftsgarten, der sich auch parken auch lässt, schön. Aber auch absolut. Ganz schön. Ja. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes, grünes Wochenende, wie auch immer. Montag sehen wir uns wieder. Tschüss.